So Leute, da sind wir wieder bei Uncharted 2 und wir machen gleich weiter. Und jetzt versuche ich es nochmal. Wir spielen jetzt konzentriert und bleiben nicht so oft an den gleichen Stellen hängen. Mal schauen, ob es diesmal klappt. Was glaubt ihr? Sagt es mir, glaubt ihr, ich werde noch immer 100 Mal pro Stelle sterben oder wie oder was? So, hier raufklettern. Denn hier müssen wir raufklettern. Wer hätte es gedacht? Hier rüberklettern, hier entlang hangeln. Und das ist jetzt hangeln, weil wir berühren mit den Füßen. Wir brauchen Verstärkung! Schickt Verstärkung! Ruhig, Nate. Ruhig. Wir berühren verdammt, sie sind alle tot! Diese Dinger haben sie zerfetzt! Sie sind Dallan! Was sind das für Dinger? Ja, was sind das für Dinger? Das würdet ihr wahrscheinlich gerne wissen. Ich weiß es, was es für Dinger sind. Ihr, die ihr das gespielt habt, das Spiel auch. Aber ihr, die ihr es nicht gespielt habt, ihr wisst es nicht. Aber ich weiß, dass hier ein Schatz ist. Und den hole ich mir natürlich. Dann gehen wir hier rauf. Oh. Ah, hier gehen wir lang, genau. So. Das war, glaube ich, der 86. Schatz. Kann das sein? Kann sein, kann sein. Kann aber auch nicht sein. Auf jeden Fall hangen wir an so manch gefährlichen Orten hier herum. Und das ist nicht gut für unser Kreuz, denn wenn wir zu viel klettern und hangeln und blabliblubben, dann werden wir irgendwas verschlucken. Ha, 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 ha. So, nee. Hier runter. Hier runter, genau. Hier ist noch ein Schatz. Den holen wir uns auch. Das ist der 87. oder? Ja, 87. Schatz. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was ich gut an diesem Spiel finde, ist... Na gut, wie soll man sagen? Ist einfach... Okay, also so rum. Wenn man alle Schätze findet... Oh, endlich. Der Turm. Also wenn man alle Schätze auf dem Weg findet, dann kann man sich auch an den Schätzen so ungefähr orientieren, wie weit man am, im Spiel fortgeschritten ist. Bei God of War 1 bis 3 ist das zum Beispiel so, dass man schon... Ich hab deine Entschuldigungen satt. Hör zu, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Du hattest wirklich genug Zeit. Ich habe euch den Dolch besorgt. Also... Wo ist das Tor nach Shambhala? Warte, Zoran, wir wissen... Ich lass mir durch deine Unfähigkeit nicht die Tour vermasseln, ist das klar? Die Antwort ist irgendwo in diesem Raum. Wir müssen sie bloß finden. Und Drake ist dir immer auf den Fersen. Sieht aus, als hätte ich auf den falschen Mann gesetzt. So ein Arschloch. Ich versuche mal, ihn zu beruhigen. Bleib du hier. Vielleicht findest du was raus. Okay. Denk nach, Chloe, denk nach. Das gehört mir. Nate? Verschwinde Gib hier. Mir den Dolch. Sie werden gleich Chloe, wiederkommen. Zwing mich nicht, dir weh zu tun. Und was soll ich sagen, wo der Dolch ist? Dir fällt schon was ein. Das tut's doch immer. Tu mir einen Gefallen. Mach dieses Arschloch fertig. Okay. Wonach suche ich? Also, was ich sagen wollte, bevor... Sekunde, das kommt mir bekannt vor. Drakes Tagebuch? Aha. Oh, schön, Penner. Mhm. Ja. Deutschen Amnenerbe. Deutsches Amnenerbe. Ah, Amnenerbe. Ach, pff, gut Deutsch und so. Ah, sehr interessant. Ah, das. Moment.
grüner Tiger, ja, ja. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Gut, irgendwas müssen wir hier mit den Tieren tun. Okay, das ist der Vogel Greif. Der ist rot und Westen. Feuerelement, gut. Dann müssen wir hier wohl irgendwo etwas vom Feuerelement holen. Wo das auch immer ist. Bestimmt kann ich die bewegen. Hm. Okay, Moment. Zu jedem dieser Wesen scheint eine Farbe zu gehören. Genau. Und das Quadratische ist gelb, Dreieck ist rot. Welches von denen ist dreieckig? Dreieckig, dreieckig. Ich glaube, das da ist dreieckig. Dann schieben wir mal das Dreieckige nicht zum Drachen, sondern zum hierhin, zum Vogelgreif. Denn das sollte das Element Feuer repräsentieren. So, hier drauf. Gut, das war schon mal richtig. Dann haben wir hier den Rachen. Der Drache ist, glaube ich, gelb. Also er war gelb und repräsentiert somit die Erde, oder? Nein, er war weiß und repräsentiert das Wasser. Gut, wir brauchen den Kreis. Der ist hier. So, den nehmen wir uns und schieben ihn auf die Plattform, beziehungsweise tragen ihn auf die Plattform. Aber was ich sagen wollte, bei God of War 1 bis 3 war es so, dass man alle Gorgonenaugen und Phönixfedern haben konnte, bevor man eigentlich schon nahe am Spielende war, sondern schon etwa bei der Mitte des Spiels oder so. Okay, Löwe gelb, Tiger rot. Löwe gelb, Tiger rot. Okay, das Löwe gelb, Tiger rot. Okay, war das so? Löwe gelb. Ah, das ist am falschen Platz. Genau, okay, das war falsch. Aber das Rätsel ist wirklich einfach, weil sofort, wenn man es irgendwo falsch hinlegt, dann sagt uns Drake Bescheid, es ist falsch, bla bla bla. Sully, wenn man ihn braucht. So, das ist richtig. Und noch die letzte Statue an den richtigen. Also, die letzte Statue. Ah, hier ist. Nee, hä? Was sind die? Ah, hier sind die Statuen. Die letzte Statue auf den richtigen Ort. Oder was sind das? Skulpturen? Keine Ahnung, wie auch immer ihr das nennen wollt. Auf jeden Fall haben wir das Rätsel somit gelöst. Also, das sollte gehen. Oh nein. Noch mehr? Okay, okay, wieso sieht es noch mehr dran? Die Symbole kenne ich schon. Feuer, 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 Rot. Moment, nee, was ist das für ein Symbol? Nochmal schauen, tut mir leid. Das ist grün. Also grün muss so ein Dings-Symbol sein. Nee, nicht das. Nicht das. Das da. Ist das? Ich glaube, oder? Moment, nochmal nachschauen. Also, bei dem auf dem Bild ist es aber nicht ganz, nicht, ist es ausgefüllt, das? Ah, da, hier ist es. So, das ist richtig. Gut, dann gehen wir zum nächsten über. Das ist der Drache, Element Wasser, Eis. Also, ja, ich meine Weiß, nicht Eis. Eis, Weiß ist das Symbol mit so einem Schnörkel oben drauf. Das da ist es, oder? Nee, das ist nicht. Ich kann mir das Bild so schlecht merken. Nochmal. Schau nach, Drake. Also in der Mitte so eine Art A. Doch, das ist richtig. Gut. Als nächstes Vogelgreif, der ist Feuer. Zu jedem gehört eine Farbe, wie bei den Wesen. Gut, das wohl hässlichste Zeichen gehört der Farbe Rot an. Nee, das nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Obwohl, okay, es ist doch das andere, das wo ich gesagt habe. Es ist das nicht. Nämlich das hier. Oder? Sieht so aus. Ja, sieht so aus, sehr schön. Und noch das letzte, das wäre hier der Löwe. Der hat was schon wieder? Grün? Ich meine Erde, ja. Erde ist das, gut. Mal schauen, ob ich mir das merken kann. Ja, das ist es, so. Sehr schön, wir haben es geschafft. Oh. Und jetzt hier noch ein Rätsel. Genau wie der Dolch. So, was ist denn das?
Rake, siehst du nicht, was das ist? Das ist eine Leiter, die nach oben führt. Also geh nach oben am besten. Und schau, wohin sie führt. Elena, hörst du mich? Ja. Ich glaube, ich habe den geheimen Eingang. Natürlich. Ja. Man sieht den Fuß der Klippe mit den Statuen. Aha. Triff mich da. Ja, okay. Ich bin unterwegs. Triff mich da, Baby. Okay, ich bin unterwegs, Drake. Nate. Nathan. Wie auch immer ich dich nennen soll. Hier runter sein, oder? Drake, willst du dich da runter sein irgendwie? Ja, jetzt. Geronimo! Hä? War das gerade ein Gegner, der runtergesprungen? Das war ein Yeti. Böses, miese Kätzchen. Jag mir doch nicht so einen Schreck ein. Und hier irgendwo sollte noch irgendwie so ein Schatz sein. Hier oben ist einer. Genau hier. So. Zack. Den haben wir. Das ist der 88. Ich habe, wie es aussieht, glaube ich, einen verpasst. Aber nicht so schlimm. Moment. Oder vielleicht habe ich doch... Ich weiß es nicht. Ich will gar nicht drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Elena, bist du da? Ja. Hey, ich bin hier. Ich kann dich sehen. Verdammt, was tun die Typen da? Anscheinend reißen sie die Statuen ab, um den geheimen Eingang zu finden. Diese Schlaumeier stehen mitten drauf. Wird schon schief gehen. Gut. Oh, ja, die Passage, die kenne ich auch noch. Wir holen uns erstmal hier die Armbrust. Jetzt sollte er, glaube ich, zu uns kommen. Also mit dem Rücken zu uns. Genau so. Packen wir ihn. Zack, K.O. geschlagen. Und weiter in Deckung bleiben. Zack, erledigt. Und wir müssen noch ein paar erledigen mit der Armbrust, bevor wir dann die andere Waffe nehmen und weiter voranschreiten. Okay, wenn wir doch irgendwo einen Gegner finden würden, wäre das ganz angebracht. Das fände ich toll, wenn wir einen Gegner finden, den wir abknallen können mit Rambrust. Er ist hier! Komm, rauf, Drake! So. Okay. Und noch einer. Den will ich jetzt noch mit Armbrust abknallen. Sehr schön. Jetzt gehe ich erstmal... Ach, ich habe noch einen Armbrustschuss frei. Aber ich gehe wieder zurück. Nämlich hier in Sicherheit. Von hier aus kann ich den Typen ja auch treffen, obwohl ich es nicht getan habe. Ach, der schießt auf mich mit dem Schrotflinte. So, stirb. Oh Mann. Stellt ihn kalt! Stellt ihn kalt! Den Cocktail, ich will ihn später trinken. So, jetzt erledigt. Schalten wir ein bisschen weiter voran. Nicht zu weit. Hier noch ein bisschen Munition. Ja. Yep. Hier noch mehr. Noch ein paar Granaten. Oh, wo sind die Gegner? Ah, dort ist einer. Ah, das ist Elena. Elena! Du könntest dich ruhig ein bisschen differenzieren von den Gegnern. Denn du siehst genau gleich aus wie die Gegner. So, wir nehmen schon die Panzerfaust. Gehen hier rauf. Wo ist? Ach so. Nein, runter, Drake. Hier oben ist noch einer, wie es aussieht. Komm. Okay, wir gehen lieber zurück in Sicherheit. Nicht, dass er uns noch erwischt. So, da ist er. Und stirbt. Sehr schön. Gut, jetzt gehen wir rauf zu ihm. Holen seine Waffe und knallen seine Freunde damit ab. Das wird Spaß machen. Okay, wir nehmen zuerst die Panzerfaust. Wo verstecke ich mich? Was redet der für ein Quatsch? Da verstecke ich mich. Wo verstecke ich mich? So, wieder runter. Wo ist meine... Wo ist meine Munition? Wo ist meine Munition? Was zur Hölle? Hey, das finde ich wirklich nicht lustig. Wo ist meine Munition hin?
Ah, hier, hier, hier. Komm rauf, Drake. Jetzt wieder runter. So, wir haben wieder unsere Munition, aber das war es erstmal für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Wir verkriechen uns hier. Bis dann, Leute. Man sieht sich. Schönen Tag noch und tschüss.